Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem vierten gemeinsamen SOME-A-Termin. Nachdem wir uns in der letzten Einheit der Definition von Social-Media-Plattformen genähert haben, beziehungsweise die Social-Media-Building-Blocks besprochen haben, steht heute ein rechtliches Thema am Programm. Sie wissen ja, Social-Media bzw. digitale Medien haben einige Berührungspunkte mit rechtlichen Materien. Da wird unterschieden, ob Sie diese Plattformen privat oder gewerblich nutzen zum einen. In jedem Fall gibt es mehrere Rechtsmaterien. Zum einen natürlich Urheberrecht bzw. Copyright im angloamerikanischen Raum. Das heißt, Rechtsverletzungen durch den Upload von urheberrechtsgeschütztem Material könnten ein Problempunkt sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Personenschutzrechte. Denken Sie an das Recht an der eigenen Abbildung und Fotos, die hochgeladen werden. Und ein ganz wesentlicher Bereich, und der wird uns heute beschäftigen, ist das Thema Datenschutz. Social-Media-Plattformen im Speziellen, beziehungsweise das Internet in seiner Gesamtheit, in der technischen Art und Weise, wie es konstruiert ist, beruht natürlich auf dem Austausch von Daten. Eine grundsätzliche technische Komponente des TCP/IP-Protokolls, das ist das zugrunde liegende Protokoll, auf dem alle Internetdienste basieren, besteht darin, dass Geräte miteinander kommunizieren. Im Normalfall, wenn Sie eine Webseite aufrufen, dann sitzen Sie an Ihrem Device, das könnte ein Desktop-Computer sein, ein Laptop oder auch ein Smartphone, und Sie nutzen dann beispielsweise Ihren Browser, um die Adresse einzugeben. Ihr Gerät greift auf den jeweiligen Server zu und dieser Server liefert Ihnen die Informationen, wenn es sich um einen Zeitungsartikel handelt, beispielsweise die betreffende HTML-Seite mit dem Text, Fotos, Infografiken, gegebenenfalls Video. Was technisch dabei passiert, wenn Ihr Gerät auf diesen Server zugreift, dann übermittelt das Gerät seine sogenannte IP-Adresse. Wir Menschen können uns Zahlen nicht besonders gut merken. Das Domain-Name-System, also die Namen von Servern, dass Sie beispielsweise die Webseite der Universität Wien über univi.ac.at aufrufen, dient eigentlich nur unserer Merkfähigkeit. Computer untereinander oder Geräte untereinander kommunizieren im TCP/IP-Protokoll über diese besagten IP-Adressen. Das heißt, jedem Domainnamen ist eine TCP/IP-Adresse zugeordnet. Was technisch passiert, wenn Sie mit Ihrem Gerät beispielsweise univi.ac.at aufrufen, dann fragt Ihr Gerät beim sogenannten DNS, Domain Name Service, mal nach, welche IP-Adresse gehört zu dieser Domain. Diese DNS-Server werden im Normalfall von Ihrem Provider betrieben, es gibt aber auch öffentliche DNS-Strukturen, beispielsweise betreibt Google öffentliche DNS-Server. Ohne den Zugriff auf diese DNS-Server würde die Übersetzung von Domainnamen nicht funktionieren und Sie könnten nicht auf den Rechner zugreifen. Ich möchte nicht zu sehr auf die technischen Details eingehen, aber ein Grund, warum ich das erwähne, es gab in der Vergangenheit in der Türkei beispielsweise, aber auch in anderen Ländern immer wieder mal temporäre Internetsperren und da gibt es mehrere Möglichkeiten, die umzusetzen, aber meistens basierten die auf einer Sperre des DNS-Systems. Das bedeutet, Sie konnten dann zwar beispielsweise univi.ac.at eingeben, aber die IP wurde nicht zurückgeliefert. Das heißt, auch in der Praxis, wenn Sie aus welchen Gründen auch immer die IP-Adresse des jeweiligen Servers kannten, konnten Sie den auch direkt aufrufen. Sie können in die Adresse Ihres Browsers auch diese IP anstatt der Webadresse eingeben. Das ist mal die Grundlage und umgekehrt, Ihr Gerät, sobald Sie sich einloggen, besitzt oder hat ebenfalls eine IP-Adresse, die ihm zugeordnet ist. Diese IP-Adresse bekommen Sie von Ihrem Provider. Da gibt es jetzt technisch zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Vor 10, 15 Jahren waren Einwahlleitungen, zum Beispiel DSL oder ADSL, noch verbreiteter. Da war es dann so, dass Sie jedes Mal, wenn Sie sich ins Internet einwählten, wie das früher hieß, von Ihrem Provider aus einem bestimmten Pool eine IP-Adresse zugeteilt bekamen. Mittlerweile bei Glasfaser und anderen Standleitungen ist es in den meisten Fällen so, dass Sie über einen längeren Zeitraum eine fixe IP-Adresse haben. Aufgrund dieser Funktionsweise des TCP/IP-Protokolls übergibt Ihr Gerät dem Server, von dem es Informationen abruft und vice versa, immer die IP-Adresse. Das bringt uns auf die interessante technische Frage,
ist das Internet eigentlich anonym? Das ist auch der Grund, warum ich heute mit dieser relativ technischen Erklärung beginne. Wie so oft, wenn man genauer hinsieht, ist die Beantwortung dieser Frage nicht ganz trivial. Der Server am anderen Ende, bleiben wir bei dem Uni-Beispiel, wenn Sie Uni via CRT aufrufen oder sich in U-Space einloggen, dann bekommt der Server der Universität Wien Ihre IP-Adresse. Weiß die Universität Wien daher, wer Sie sind? Ab dem Moment, wo Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse oder mit Ihren Daten einloggen, klarerweise ja, aber vorher nein. Man kennt zwar die IP-Adresse, aber den Zusammenhang zwischen dem Namen und der IP-Adresse kann eben nur Ihr Provider herstellen. Das bedeutet, im Zusammenhang mit kriminaltechnischen Ermittlungen, wenn die Polizei beispielsweise im Zusammenhang mit Erpressung, Mobbing oder ähnlichen Delikten Täter ermittelt, dann läuft es oft darauf hinaus festzustellen, mit welcher IP-Adresse beispielsweise bestimmte Einträge verfasst worden sind. Wenn die betreffenden Täter keine technischen Vorkehrungen treffen, um ihre IP-Adresse zu verschleiern, auch das ist möglich, indem man gibt es einschlägige Services dafür, dann kann die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft eine Anfrage an den Provider stellen und der Provider, das ist auch die rechtliche Situation in Österreich und den meisten Ländern, ist dann verpflichtet, dem Staatsanwalt bzw. der Polizei über diese richterliche Anfrage Auskunft zu erteilen. Beispielsweise Person XY hatte zu diesem Zeitpunkt die IP-Adresse. Und das, so kann man die Person ausfindig machen, sofern keine Verschleierungstaktiken benutzt werden. Man könnte also sagen, Surfen im Internet ist, wenn Sie so wollen, halb anonym. Es ist nicht so, dass jeder Serverbetreiber oder jeder Dienstebetreiber weiß, wer seine Seite besucht, aber im Ernstfall, oder wenn es notwendig ist, Ihr Provider weiß das und kann dann natürlich nachsehen. Das ist die eine technische Komponente. Die zweite Sache ist, dass wenn Sie Online-Services wie Google, natürlich sehr, sehr gängig, fast alle Benutzer verwenden Google, nutzen, dann gibt es grundsätzlich mal zwei Optionen, das zu tun. Sie könnten sich einloggen, Sie könnten vorher ein Konto erstellen, dann ist es für Google natürlich offensichtlich, dass es sich immer um die gleiche Person handelt, oder Sie könnten sich nicht einloggen und Google beispielsweise in einem anonymen Browserfenster verwenden. Das möchte ich Ihnen auch mal kurz demonstrieren. Ich habe hier ein anonymes Browserfenster geöffnet, ich mache es mal etwas kleiner, und Sie sehen hier beim ersten Aufruf, bekomme ich hier einen Cookie-Hinweis. Jetzt ist es so, dass die Universität Wien keinerlei Werbe- oder Tracking-Pixel eingebaut hat. Universitäten sind da relativ benevol. Wenn wir jetzt hier in einem weiteren Fenster mal Google aufmachen, wie gesagt, ist ein anonymes Fenster, dann bekommen wir, bevor wir überhaupt mal die Suche nutzen können, auch hier diesen relativ fetten Hinweis. Wir verwenden Cookies und Daten, um Google-Dienste anzubieten und zu betreiben, Ausfälle zu prüfen und so weiter und so weiter. Wenn Sie alle akzeptieren, auswählen, verwenden wir Cookies und Daten auch, um neue Dienste zu entwickeln und zu verbessern, Werbung auszuliefern, personalisierte Inhalte anzuzeigen, personalisierte Werbung anzuzeigen. Wir haben hier zwei große blaue Buttons, alle ablehnen oder alle akzeptieren. In beiden Fällen werden Sie danach zur Suche weitergeleitet. Hier unter Weitere Optionen finden wir dann detaillierte Einstellungen zur Anpassung der Suche bzw. zur personalisierten Werbung. Selbst wenn wir nicht eingeloggt sind, kann uns Google nicht nur über die IP-Adresse, sondern auch über die Konfiguration unseres Browsers relativ genau identifizieren. Wenn ich jetzt hier auf Alle akzeptieren klicke, beispielsweise nach Mountainbike-Suche, dann bekomme ich hier wenig überraschend gemischte Suchergebnisse, Werbeanzeigen aus Google Ads, weitere Werbeanzeigen, dann kommt hier dieses Fragenelement und dann kommen die einzelnen Suchtreffer. Danach dann ORF.at-Aufrufe, hier wieder dieselbe Anfrage.
und ich gehe auf alle Cookies akzeptieren, dann könnte es, ich habe jetzt, ich hätte vielleicht vorher noch die Seite auf, eine der Seiten aufrufen sollen, gehen wir mal hier auf Intersport. Auch hier, Cookies akzeptieren. Ich schaue mir hier ein paar Mountainbikes an, rufe dann vielleicht noch eine andere Sportseite auf. Könnte in der Praxis ja vorkommen, Cookies akzeptieren. Ich suche hier bei Decathlon nach Mountainbike. Schau mir hier ein Modell an. Und surf dann weiter. Sehen Sie, das ist keine personalisierte Werbung. Hier hat offensichtlich Spar Österreich diesen großen Banner auf der Startseite gebucht. Da gehen wir mal auf OE24, akzeptieren hier auch alle Cookies. Ich gehe mal auf den erstbesten Artikel. Und hier haben wir jetzt Werbung von Lieferando. Da sehen Sie, das ist. Unten weiter kommt dann noch mehr Werbung eingeblendet irgendwo. Was ab diesem Moment passiert, auch wenn ich nicht eingeloggt bin und überall die Cookies akzeptiere, werden Sie auch aus eigener Erfahrung sehr häufig kennen. Sie werden dann bemerken, dass bei einzelnen Beiträgen, schade, ausgerechnet hier jetzt nicht, steht dann an dieser Stelle plötzlich Werbung von beispielsweise Intersport oder von Decathlon, Werbung für Mountainbikes. Also Anzeigen und Werbungen, das war jetzt wohl etwas zu schnell, so ganz in Echtzeit funktioniert es noch nicht. Anzeigen und Werbungen zu Themen bzw. von Anbietern, für die Sie sich offenbar in der Vergangenheit interessiert haben. Das funktioniert darüber, dass Ihr Gerät, Ihr Computer letztendlich identifizierbar ist. Sie können sich vorstellen, dass natürlich für Werbetreibende diese Daten vergleichsweise wertvoll sind. Warum? Wenn Sie Werbung anzeigen, dann möchten Sie natürlich Ihre Werbebotschaften möglichst nahe an der Zielgruppe platzieren. Wenn jemand, ich sage mal, im normalen Surfmodus unterwegs ist, dann wird er kein anonymes Browserfenster verwenden, sondern man ist dann im Normalfall auch noch bei Google und bei anderen Services eingeloggt, da entstehen noch wesentlich mehr Daten. Es ist die eine interessante Frage, warum gibt es überhaupt, muss ich nochmal eine neue Seite aufrufen, wir Kurier, warum gibt es überhaupt dieses Cookie-Opt-in, wenn es für die Werbetreibenden doch sehr, sehr nützlich ist, diese Daten zu bekommen, warum habe ich dann überhaupt die Möglichkeit, hier Einstellungen zu verwalten? Sie sehen, es gibt hier eine ganze Reihe, eine sehr umfangreiche Liste, genaue Standortdaten und Abfrage von Geräteeigenschaften zur Identifikation. Die technisch weniger Versierten unter Ihnen wissen das vielleicht nicht. Wenn Sie mit einem Gerät auf einen Webserver zugreifen, dann benutzen Sie dafür einen Browser und dieser Browser verwendet eine bestimmte Bildschirmauflösung, je nachdem, ob Sie jetzt auf Ihrem Desktop den Vollscreen verwenden oder im Fenster. Sie haben im Normalfall verschiedene Extensions installiert, eine bestimmte Betriebssystemversion, eine bestimmte Browserversion und so weiter. All diese Daten werden an den Server übergeben. Das hat technische Gründe. Wenn Sie beispielsweise ein Video aufrufen, dann macht es natürlich Sinn, dass der Server weiß, unter Anführungszeichen, ob Sie ein riesengroßes UHD-Display haben oder ein kleines Smartphone, um den Inhalt in der entsprechenden Größe dann auch wiedergeben zu können. Allein, man möchte meinen, es gibt natürlich Millionen oder Milliarden Computer und Geräte auf der Welt, aber allein diese Kombination aus Bildschirmauflösung, Browserversion, Extensions und so weiter ist so einzigartig, dass sie schon zu 99,8% ausreicht für Google, um ihr Gerät zu identifizieren. Das gilt für Smartphones genauso wie für den Computer. Am Telefon sind es nicht die Extensions, sondern eher die installierten Apps, die eben teilweise auch übergeben werden. Das heißt, darf die Seite das nutzen? Dann haben wir hier personalisierte Anzeigen, Anzeigen und Inhaltsmessung, Erkenntnis über Zielgruppen und strikt erforderliche Cookies. Cookies sind kleine
Informationsschnipsel, technisch gesehen Dateien, die auf Ihrem Computer abgelegt werden. Und wenn Sie jetzt eben Ihr Mountainbike recherchieren und dann Seiten aufrufen, dann können diese über diese Cookies nachvollziehen, welche Werbung man Ihnen jetzt anzeigen könnte. Zugleich, wenn Sie sich bei einer Seite einloggen, und viele Webseiten bieten diese Funktion optional, bei Online-Shops und so weiter ist das natürlich notwendig, dann wird das ebenfalls über ein Cookie gespeichert, dass Sie gerade eingeloggt sind. Das heißt, ohne Cookies kein Login. Diese strikten oder technisch erforderlichen Cookies haben noch nichts mit Datenübertragung zu tun, die dienen sozusagen rein der Bedienbarkeit der Seite. Dann haben wir hier funktionale Cookies, werden verwendet zur Personalisierung. Analytik, also diverse Analysesysteme von Google Analytics und andere. Werbung, das ist eben der Bereich, wo quasi getrackt oder nachvollzogen wird, was Sie sich ansehen. Soziale Medien. Viele Webseiten, eben auch der Kurier, verwenden, da sind wir jetzt ganz nah bei unserem Kernthema, verwenden sogenannte Tracking-Pixel. Sie können als Werbetreibender auf Facebook, auf LinkedIn, auf Twitter einen JavaScript-Code generieren und diesen JavaScript-Code in Ihre Webseite einbauen. Wenn dann jemand die Webseite besucht, kann diese die Person nicht identifizieren, aber feststellen, dass diese Person auf beispielsweise Facebook oder LinkedIn eingeloggt ist und diese Informationen zurückmelden. Der Werbetreibende kann dann später diese Personen als Zielgruppe auf Facebook wieder ansprechen, bezeichnet man als Retargeting. Nochmal meine Frage von eingangs, wenn diese Daten sehr wertvoll sind für die Werbetreibenden, wenn der Kurier oder Presse oder andere Medien großes Interesse haben, diese Daten zu sammeln, warum gibt es dann dieses Einwilligungsfenster? DSGVO, 5 Buchstaben, oder auf Englisch 4, GDPR, DSGVO steht für Datenschutzgrundverordnung, GDPR für General Data Protection Regulation. Ein umfangreiches Regelwerk, ausgearbeitet von der Europäischen Union und seit 2018 verpflichtendes, geltendes Recht in allen EU-Mitgliedstaaten, sorgt dafür unter anderem, dass dieses Fenster aufpoppt. Natürlich gab es auch vor der DSGVO Datenschutzgesetze. Sie wissen, in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in der digitale Medien und Daten eine immer größere Rolle spielen, wuchs bzw. wächst das Bewusstsein über die Wichtigkeit des Schutzes dieser Daten. Mit der parallel eintretenden Popularität von Social Media und auch von anderen Online-Services fand ein gewisser Wildwuchs statt. Man könnte sagen, die vorher bestehende Datenschutzordnung, die einschlägigen Gesetze, die waren natürlich nicht auf Social Media bzw. auf die technische Situation ausgelegt. Der Hauptgrund, warum sich die Europäische Union, warum sich der Gesetzgeber dazu beschlossen hat, ein vergleichsweise striktes, nämlich das weltweit strikteste Regelwerk zu verabschieden, hat einen, wenn Sie so wollen, rechtsideologischen Hintergrund. Die gesetzliche Basis, die viele bezeichnen sie auch als die Grundverfassung der EU, ist die Europäische Menschenrechtskonvention. Das ist ein Rechtstext, der sich auf die Unantastbarkeit, die Würde und den Schutz in verschiedenen Aspekten des menschlichen Lebens bezieht. Und zu diesem Schutz oder zu dieser Würde, zu dieser unantastbaren Privatsphäre, wenn Sie so nennen wollen, des Menschen, gehört, so die Argumentation der Europäischen Union, oder gehören mittlerweile eben auch Daten. Die DSGVO ist also durchaus ein Versuch, Datenschutz sozusagen quasi in den Rang eines Grundrechts zu erheben. Dafür wurde dieser Rechtstext verabschiedet. Der Gesetzgebungsprozess in der EU schaut ja so aus, dass die EU Gesetze erarbeitet, das EU-Parlament verabschiedet diese Gesetze dann und je nach der Art des Gesetzes haben die Mitgliedstaaten eine bestimmte Frist, in dem Fall waren es 2 Jahre, Zeit, dieses Gesetz in nationale Gesetzgebung umzuwandeln. Das bedeutet, 2016 wurde das veröffentlicht und der Stichtag war dann im Mai 2018.
Wenn ein Mitgliedstaat sich nicht daran halten würde, also quasi keine nationale Gesetzgebung verabschiedet, dann würde ein solches EU-Regelwerk direkt und unmittelbar Anwendung finden. Das bedeutet, es gibt tatsächlich keine Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, sich, wenn sie so wollen, davor zu drücken. Worum geht es bei der DSGVO? Die zielt nicht nur auf Social-Media-Plattformen ab, sondern, wenn man genau gesagt, nicht nur auf digitale Daten, sondern auf jede Form der Datenverarbeitung theoretisch. Es ist eine Variante, die 2023 keine überbordende Bedeutung mehr hat, aber wenn Sie einen Zettelkasten benutzen und dort Ihre Kundendaten aufschreiben, dann trifft das genauso zu. Das Anwendungsgebiet der DSGVO findet sich überall dort, wo Unternehmen oder wo Institutionen, Organisationen in geschäftlicher Absicht Daten speichern. Das sind in der Regel Daten von Kunden. Dafür gibt die DSGVO einen relativ strikten Rahmen vor. Ein bestimmtes Regelwerk, das kurz zusammengefasst, und das ist ganz interessant, dass man hier diesen Ansatz gewählt hat, es grundsätzlich verbietet, persönliche Daten zu speichern. Wenn Sie jetzt fragen, wieso gibt es das Internet dann nach wie vor? Die Stoßrichtung der DSGVO sieht so aus, dass es grundsätzlich verboten ist, persönliche Daten zu speichern, außer Sie haben einen triftigen Grund dafür. Sie müssen diesen Grund angeben. Es muss für die Personen, deren Daten gespeichert werden, jederzeit möglich sein, auf diese Daten zuzugreifen, also diese Daten abzufragen, zu korrigieren und auch löschen zu lassen. Die DSGVO räumt den Bürgern in dieser Hinsicht größtmögliche Rechte ein und schränkt die Möglichkeiten für Anbieter sehr, sehr stark ein, beziehungsweise gibt denen einen relativ strikten Rahmen vor. Als die DSGVO 2018 in Kraft trat, haben sehr viele Rechtsanwaltskanzleien, sehr viele Online-Agenturen ausgesprochen gut verdient. Aus dem Grund, weil dieses Inkrafttreten eine ganze Reihe von Änderungen notwendig machte. Bis 2018 war in vielen Fällen eine Datenschutzerklärung auf der Homepage optional. Die DSGVO macht diese verpflichtend und gibt auch recht genau vor, was darin enthalten sein muss. Das gilt für jede Art von Webseite, hiermit auch natürlich genauso für Social Media Plattformen. Die Datenspeicherung darf nur für einen bestimmten Zeitraum erfolgen, der für den jeweiligen geschäftlichen Zweck erforderlich ist. Außer es stehen andere gesetzliche Erfordernisse dem entgegen. Beispielsweise ist es in Österreich so im Steuer- bzw. Finanzrecht, dass Sie geschäftliche Rechnungsunterlagen und so weiter 7 Jahre aufbewahren müssen. Das ist natürlich auch eine Art der Datenspeicherung. Dieses Regelwerk, das dem Kunden, hätte ich jetzt was gesagt, das dem Nutzer sehr, sehr weitgehende Rechte einräumt, das stieß nicht nur auf ungeteilte Zustimmung, sondern teilweise auch auf sehr viel Skepsis. Die Zielrichtung oder die Unternehmen, die Organisationen, auf die die DSGVO sehr, sehr stark abzielt, sind natürlich die Big Five, die großen amerikanischen Anbieter, Google, Amazon, ganzen Social Media Plattformen, die natürlich die großen Player in der Datenspeicherung sind. Grundsätzlich gilt die DSGVO aber genauso auch für den kleinen Tischlereibetrieb am Land. Was für relativ viel Entsetzen gesorgt hat, und das war natürlich auch bis zu einem gewissen Grad eine psychologische Motivation. Die EU hat für Verstöße gegen diese DSGVO sehr, sehr hohe Strafrahmen vorgegeben. Also haben sich auch tatsächlich die meisten Unternehmen sehr penibel bemüht, diese Vorgaben umzusetzen. Das ist eine ganze Reihe von Dingen, die man machen muss. Was genau hängt jetzt sehr stark von den Funktionen der Webseite ab? Wenn Sie eine Unternehmenswebseite anbieten, ohne Login, ohne Registrierung, ist die Umsetzung vergleichsweise einfacher. Wenn Sie einen Online-Shop betreiben, wo die Kunden alle möglichen Daten in ihren Profilen speichern können, Sie auch Werbung verwenden, dann sind die Vorgaben wesentlich komplizierter. Ein ganz entscheidender Punkt, und da komme ich jetzt wieder zurück auf das Thema Übergabe von IP-Adressen,
ein ganz entscheidender Punkt ist, und das kennen Sie natürlich aus Ihrer eigenen Surf-Erfahrung, inzwischen auch von vielen Webseiten, es kommt ja häufig vor, dass eine Webseite Inhalte einer anderen Webseite einbindet. Beispielsweise ein YouTube-Video, das in einem Artikel angezeigt wird, oder ein Tweet in einem Zeitungsartikel. Gibt es zwei Möglichkeiten, man kann einen Screenshot machen und das als Bild hochladen, oder man kann, beim Video funktioniert das mit dem Screenshot natürlich nicht so gut, aber man bindet diesen Inhalt eben ein. Technisch gesehen, wenn Sie jetzt einen Artikel im Kurier aufrufen und dieser Artikel hat einen Inhalt von Twitter eingebunden, dann übergeben Sie Ihre IP-Adresse an den Kurierserver, der Kurierserver ruft diesen Inhalt von Twitter auf und Twitter bekommt ebenfalls Ihre IP-Adresse. Und da haben wir, und das kommt im Internet und im Social Media laufend vor, da haben wir jetzt eine noch kompliziertere Situation. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass Sie Ihre Daten an den Betreiber eines Services weitergeben. In dem eben skizzierten Fall ist es aber sogar so, dass hier noch Dritte beteiligt sind. Bis zur DSGVO konnte man Videos und Tweets und andere Inhalte einfach einbinden. Mittlerweile ist dazu auch ein explizites Einverständnis der Nutzerinnen erforderlich. Das äußert sich dann eben darin, dass sie entweder macht man das auch über diese Cookiebooks oder es äußert sich darin, das kennen Sie wie gesagt, dass auf vielen Webseiten Sie dann, bevor Sie beispielsweise ein YouTube-Video oder den jeweiligen Tweet anzeigen dürfen, Sie noch einmal explizit auf Ja, ich möchte diesen Inhalt laden klicken müssen. Kurz gesagt, die Kritik an der DSGVO bestand in erster Linie darin, dass sie eine überbordende Bürokratie schaffe und es gerade für kleine Unternehmen sehr, sehr schwierig bis unmöglich mache, sich rechtskonform zu verhalten. Die Praxis, und wir schreiben ja bereits 2023 der letzten 5 Jahre, im Mai 2023 feiern wir 5-jähriges DSGVO-Jubiläum. Die Praxis der letzten Jahre zeigt aber, dass das Ganze sehr wohl bewältigbar ist. Die DSGVO gilt grundsätzlich nicht für Privatpersonen. Das bedeutet, wenn Sie ein privates Blog betreiben, sind Sie davon ausgenommen. Aber, und das war auch schon ein Thema, über das viele, ich sage mal, Hobby- oder Amateur-InfluencerInnen gestolpert sind, sobald es irgendeine geschäftliche Absicht gibt. Und es kann sein, dass Sie einen Werbebanner eingebaut haben, das kann aber auch nur sein, dass Sie irgendwelche Testprodukte kostenlos zugesandt bekommen, handelt es sich, da gibt es ganz klare rechtliche Entscheidungen dazu, um eine kommerzielle Webseite. Und das bedeutet, Sie müssen die DSGVO in vollem Maß umsetzen. Es gilt nicht nur für klassische Unternehmen, sondern eben für jeden, der eine Webseite mit gewinnorientierter Absicht betreibt. Und auch wenn Sie jetzt sagen, ich teste nur vegane Kosmetik und bekomme da ab und zu Proben. Auch da haben Gerichte bereits geurteilt, dass es sich um eine kommerzielle Absicht handelt. Zu diesem Thema überbordende Bürokratie möchte ich Ihnen gern einen kurzen Clip vorspielen von Rechtsanwalt Christian Solmecke. Der ist erschienen im Jahr 2018 eben zur DSGVO und er zeigt ein wenig die Absurdität dieser Regelungen, natürlich übertrieben und wie bei Satire üblich sehr stark überspitzt. So, richtige Fenster. Nicht so einfach, wenn man immer zwischen anonymen und nicht anonymen Browserfenstern wechseln muss. Das ist der liebe Kollege Solmecke. Hören Sie sich das mal an. Muss ich euch immer noch eine Datenschutzerklärung mitgeben. Das ist der absolute Wahnsinn, glaubt ihr, aber es ist die Wahrheit, zumindest wenn es nach dem Willen der Datenschutzgrundverordnung geht. Was da genau los ist, möchte ich euch anhand einer kleinen Spielszene genauer erläutern.
Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und neben mir steht meine reizende Kollegin Scarlett. Scarlett hat sich bereit erklärt, mal mit mir in einem kleinen Rollenspiel darzulegen, was die Datenschutzgrundverordnung auch bedeuten kann. Und ja, nett, dass du das für uns machst. Gerne, Christian. Und wir versuchen jetzt einfach mal ein paar Visitenkarten zu übergeben. Datenschutzkonforme Visitenkartenübergabe. Wärst du so nett, mir deine Visitenkarte zu reichen, Scarlett? Christian, meine Visitenkarte. Oh, vielen Dank. Ah, Scarlett Lüning ist ihr Name. Ich möchte diese Visitenkarte nachher in meinem Ordnungssystem ablegen. Was da ist, ein Halter für Visitenkarten. Sind Sie damit einverstanden? Wie sieht es da mit Ihrem Datenschutz aus? Ja, das ist kein Problem. Ich habe eine Datenschutzerklärung mitgebracht. Die gebe ich Ihnen hier an dieser Stelle. Aber Sie sind einverstanden, dass ich die Visitenkarte ablege? Ja. Gut, sehr gut. Sie haben meine Datenschutzerklärung. Darf ich Ihnen meine Visitenkarte überreichen? Aber gerne doch. Ich bin im Übrigen damit einverstanden, dass Sie diese in Ihrem Ordnungssystem ablegen. Dankeschön. Das geht allerdings nicht ohne weiteres, wie Sie wissen. Ja, dann kriegen Sie natürlich auch meine Datenschutzerklärung. Vielen Dank. Und die stecke ich dann hier rein. Vielen Dank für Ihre Datenschutzerklärung, vielen Dank für Ihre Visitenkarte und ich wünsche noch einen schönen Tag. Gleichfalls, danke. Ah, danke für den Hinweis mit dem Screen. Sie sehen schon, es geht nur ums Grundprinzip. Es ist eine sehr, sehr umfassende Regelung, die da notwendig ist. Übrigens, wenn Sie sich für Rechtsthemen im Zusammenhang mit Online-Medien interessieren, Rechtsanwalt Christian Solmecke, großartiger YouTube-Channel, nicht nur Satire-Videos, aber immer wieder mal, dringend empfohlen zum Abonnieren. Das heißt, ist das zu viel Bürokratie? Naja, der Gesetzgeber hat sich dazu entschlossen, einen relativ strengen Rahmen vorzugeben. In der Praxis war das gerade in der Anfangsphase so, dass in sehr vielen Bereichen, wo man vielleicht jetzt als normaler User eher den Kopf schütteln würde, plötzlich genau solche Einverständniserklärungen notwendig wurden. Ich kann mich daran erinnern, meine Großmutter ist in einem Pflegeheim untergebracht und da gibt es immer wieder mal Personen, die eben die so Beschäftigungstherapie mit den älteren Leuten machen. Da musste ich damals auch unterschreiben, dass ihre Daten, nämlich ihr Name, da weitergegeben werden darf. Also viele Institutionen waren da sehr penibel. Ich kenne auch Rechtsanwälte, die sagen, DSGVO-konform wäre es eigentlich sicherer, überhaupt kein Foto mehr zu veröffentlichen, zumindest nicht, wenn jemand anderer drauf ist. Aber in der Praxis, die Idee oder der Grundansatz, sagen wir mal so, zielt einfach darauf ab, zum einen mehr Bewusstsein für Datenschutz zu schaffen, aber es nicht nur auf dieser Ebene zu belassen, sondern eben auch bei Verstößen wirklich ja, relativ drastische Sanktionsmaßnahmen zu haben. Wie bereits erwähnt, die ganze Diskussion begann 2012. Im März 2016 wurde dann diese erste Version verabschiedet. Am 25. Mai, deswegen 2023, fünfjähriges Jubiläum, war dann eben der Stichtag, wo das Ganze in Kraft getreten ist. Und was genau ist die DSGVO? Wie bereits erwähnt, direkt geltendes Recht, es haben aber alle Nationalstaaten umgesetzt. In Österreich gab es dabei eine kleine, gar nicht so kleine Besonderheit. 2018, beziehungsweise in dieser Umsetzungsphase des Gesetzes, gab es in Österreich eine ÖVP-FPÖ-Regierung und das hat dann damals, haben die ziemlich in letzter Minute, also ich glaube in den letzten paar Tagen oder letzten zwei, drei Wochen, wo das möglich war, diese nationale Umsetzung, haben die ins österreichische Gesetz noch einige Ausnahmen reingeschrieben. In Österreich sind Künstler, Journalisten und eine ganze Reihe weiterer Berufsgruppen von der DSGVO ausgenommen. War eigentlich nicht so vorhergesehen, wurde aber bisher zumindest von der EU nicht aktiv beeinsprucht. Zum einen war das Ziel, den europäischen Datenschutz zu vereinheitlichen, ihn als Grundrecht zu etablieren und es geht natürlich um den Schutz personenbezogener Daten. Innerhalb personenbezogener Daten sind also alle Daten, die sich auf eine bestimmte Person beziehen. Das beginnt beim Namen, geht weiter über E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und so weiter. Innerhalb dieses Satzes an persönlichen Daten gibt es besonders schützenswerte Daten. Dazu gehören solche Dinge wie medizinische Daten beispielsweise oder auch
Zugang zu Zugehörigkeit zu Religionsgemeinschaften. Diese Daten sollten also geschützt werden. Relativ ungewöhnlich, dass der Geltungsbereich der DSGVO ist, das ist das sogenannte Marktortprinzip. Normalerweise gelten Gesetze innerhalb des Landes oder innerhalb des Gebietes, das sie verabschiedet. Marktortprinzip bedeutet aber, die DSGVO gilt auch für sämtliche Anbieter außerhalb der EU, die ihre Dienstleistungen und Services für EU-Bürger anbieten. Das bedeutet, wenn Sie beispielsweise in der glücklichen Situation sind, in Thailand am Strand einige schöne Apartments zu besitzen und diese Apartments über eine Reisebuchungsseite auch in der Europäischen Union anbieten, dann müssen Sie die Bestimmungen der DSGVO einhalten. Widrigenfalls können Sie natürlich verklagt werden. Die Frage ist dann immer die internationale Durchsetzbarkeit, aber grundsätzlich hat sich die EU hier für das eben sogenannte Marktortprinzip entschieden. Das hat auch dazu geführt, hat mittlerweile abgenommen, aber es gibt immer noch einige Seiten, dass manche Seiten in Europa nicht mehr aufrufbar sind. Einige meiner Lieblingsrezeptseiten aus den USA haben sich damals dazu entschlossen, sich diesen Aufwand, die Seite DSGVO-konform zu gestalten, nicht anzutun. Und die arbeiten einfach mit einem Geoblocker. Wenn sie die Seite aus Europa aufrufen, steht dann, ist leider nicht zugänglich. Man könnte sich dann auf ähnliche Weise behelfen wie bei Netflix, Inhalten, die nur in bestimmten Ländern zugänglich sind, eben mit einem VPN, das über die IP-Adresse ein anderes Land widerspiegelt. Worum geht's primär? Es geht um Transparenz. Die Betroffenen, also die EU-Bürgerinnen, sollten wissen, wer welche Daten von ihnen wo wie lange speichert. Zweckbindung, das heißt, Daten dürfen nicht gespeichert werden, außer es ist tatsächlich notwendig. Dazu gehört auch die Datensparsamkeit. Sie dürfen nicht mehr Daten speichern, als sie für ihren geschäftlichen Zweck tatsächlich brauchen. Regelungen für die Übermittlung von Daten in Drittstaaten, das bedeutet in dem Fall Staaten außerhalb der EU, unterliegen besonders strengen Gesetzmäßigkeiten. Das hat übrigens jetzt auch gerade sehr viel zu tun mit der aktuellen TikTok-Debatte. Vielleicht haben Sie das mitverfolgt. Der CEO von TikTok wurde ja, wie man landläufig so schön sagt, vor wenigen Tagen gegrillt vor dem amerikanischen Senat. Also war wirklich eine sehr, sehr harte Befragung. Konkret geht es darum, dass ByteDance, die Betreiberfirma hinter TikTok, offenbar zumindest, sagen das die USA, sehr enge Verbindungen zur Kommunistischen Partei in China aufrechterhält und hier der Verdacht besteht, dass die chinesische Regierung mehr oder weniger direkten Zugriff auf diverse TikTok-Daten hat. Realistischerweise gibt es wahrscheinlich kein großes Unternehmen in der Volksrepublik China, auf dessen Datenbestände die Kommunistische Partei keinen Zugriff hat, aber in den USA wird nun ernsthaft eben überlegt, die Nutzung von TikTok zu verbieten. Die USA fordern eigentlich, dass ByteDance verkauft wird. Wird vermutlich nicht passieren. Ist auf jeden Fall sozusagen eine Reibungsfläche, die sich letztendlich aus, ja, ich sag mal, Datenschutzkonflikten ergibt. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt bedeutet eben genau das. Daten dürfen nicht gespeichert werden, außer, wie bereits erwähnt, die EU hat sehr hohe Bußgeldvorschriften vorgesehen. Das geht bei wiederholten Verstößen bis zu, ich glaube, 5% vom Jahresbruttoumsatz, also jenseitig hohe Strafen. In der Praxis kam es aber bei Verstößen bisher primär erstmal zu Abmahnungen. Und dazu auch eine ausgesprochen interessante Geschichte. Vielleicht haben Sie das auch mitbekommen, ging einigermaßen durch die Medien. Peter Harlander, ein guter Bekannter von mir, fantastischer österreichischer Medienrechtsanwalt, auch sehr, sehr dringend empfohlen. Peter hat sich dieser Google Fonts Abmahnung angenommen. Ich habe Ihnen vorher ja gesagt, eine Auswirkung der DSGVO besteht darin, dass Sie nicht so ohne weiteres Daten von Dritten in ihre Seite einbinden können. Sehr viele Webseiten verwenden Google Fonts.
Google Fonts ist ein von Google bereitgestelltes, umfassendes Schriftrepository. Und wenn Sie jetzt nicht nur die 4, 5 Standardschriften nutzen wollen, die Browser unterstützen, sondern umfangreichere Schriften, dann können Sie eben diese Google Fonts verwenden. Vielleicht kennen Sie das eh. Das sind, glaube ich, 800 Fonts oder so. Können sich da eben was aussuchen, was zu Ihrem Design passt. Und technisch gesehen gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Sie können diese Schriftart zumindest mit Drittanbieter-Tools von hier herunterladen und dann auf Ihrem Server installieren. Die andere Möglichkeit, und das ist die Implementation, die natürlich viele gewählt haben, ist, diese Schriftarten direkt von Google zu laden. Das bedeutet, dass Sie dann genau das Gleiche, wenn Sie einen Tweet einbinden, jemand ruft Ihre Seite auf, die Schriftart wird von Google geladen und an dieser Stelle bräuchten Sie aus DSGVO-Gründen eben vorher die Einwilligung. Ja, ich erlaube, dass diese Schriftart von Google heruntergeladen wird. Es gibt zwei Arten, das zu umgehen. Eben entweder um die Einwilligung zu fragen, was irgendwie blöd ist, oder die Schriftarten am eigenen Server zu speichern. So mache ich das bei meinen Webseiten, so machen es die meisten professionellen Webdesigner. Viele tun das aber nicht. Und da kamen, ich glaube vor 2 Jahren hat das begonnen, gab es dann eine Aktion, wo sehr viele, zu Beginn wusste man nicht, wie viele Personen plötzlich Abmahnungen erhielten. Sie können bei DSGVO-Verstößen eigentlich nur als Betroffener klagen, aber wenn Sie jetzt sagen, ich habe diese Webseite aufgerufen, dadurch wurden meine Daten unberechtigterweise an Google bzw. an Google Fonts übermittelt, bumm, dann sind Sie schon Betroffener oder Betroffene. Und da ging es darum, eben dann Geld zu kassieren. Interessanterweise, und der Peter vertritt eben diese Geklagten gerade vor Gericht, interessanterweise, und da gab es jetzt auch dazu eine Sendung mit dem ORF Bürgeranwalt, die Versenderin der Abmahnungen, EVZ, hier im Status-Update erwähnt, hat einen Rechtsanwalt, der das Ganze abgewickelt hat, nämlich den Rechtsanwalt Magister Honecker. Wir wissen, oder Peter hat mittlerweile herausgefunden, dass diese Abmahnungen über eine Druckerei versendet wurden. Es gab mindestens 32.000 und bisher war es eigentlich so, dass quasi Datenschutz immer sehr hochgereiht wurde. Diese Versenderin hat das aber hier ganz klar in, sagen wir mal, gewinnorientierter Absicht gemacht und das Ganze hat sich jetzt gedreht und sie steht jetzt wegen gewerbsmäßigen Betrugs vor Gericht. Und das ist auch sehr spannend. Das heißt, dieses Abmahn-Business, und das ist natürlich sehr erfreulich, dass Peter sich dafür einsetzt, dem einen Riegel vorzuschieben. Auf der einen Seite ist es wichtig und sinnvoll, den Datenschutz zu fördern. Auf der anderen Seite möchte man natürlich solche Geschäftemacherei damit tendenziell eher verhindern. Die EU fordert ein gesamtheitliches Datenschutzkonzept. Das bedeutet auch, wenn in Ihrem Unternehmen Daten verarbeitet werden und das Unternehmen mindestens 10 Mitarbeiter hat, muss ein expliziter Datenschutzbeauftragter benannt und auch geschult werden. Auch das ein zusätzlicher organisatorischer Aufwand. Wie bereits erwähnt, ungewöhnlicherweise hat sich die EU für das Marktortprinzip entschieden. Spielt also keine Rolle, ob Ihr Unternehmen oder Ihr Angebot sich innerhalb des EU-Gebiets befindet. Es geht nur darum, ob Sie Ihre Services an EU-Bürger anbieten. Wenn es Beschwerden gibt, dann werden diese nicht über EU-Institutionen, sondern über die zuständigen lokalen Aufsichtsbehörden. In Österreich wäre das die Datenschutzbehörde bzw. die Datenschutzzuständigen der einzelnen Länder abgewickelt. Es geht um die Speicherung von Daten, natürlich auch um die Verarbeitung dieser gespeicherten Daten und ganz besonders um die Weitergabe oder Nichtweitergabe. Die rechtliche Definition von personenbezogenen Daten sieht so aus: Alle Daten, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Da gibt es eine Menge, das geht von, wie gesagt, von Körpergröße, Gewicht, Name, E-Mail-Adresse, Adresse und so weiter. Innerhalb dieser Daten, und das ist ein Punkt in der DSGVO, der für besondere Schwierigkeiten sorgt, diese IP-Adresse, die ja wie eingangs erwähnt, letztendlich nur für den Provider mit ihrem Namen zu matchen ist, da ist die Frage, handelt es sich um ein
persönliches Datum bei dieser IP-Adresse. Da haben sich, da gibt es zwei Rechtsmeinungen. Das steht in der DSGVO so explizit nicht drin. Aber die weitgehend herrschende Meinung, die sich durchgesetzt hat, ist ja, diese IP-Adresse gehört zu den persönlichen Daten. Und die bringt ja auch diese ganzen Probleme bei der Einbindung von Drittmedientypen mit. Ausgenommen, wie gesagt, sämtliche rein privaten Angebote. Ansonsten gilt das alles hier, eine Liste, was alles zu diesen persönlichen Daten gehört. Ansonsten gilt die DSGVO nicht nur für Unternehmen, sondern auch genauso für staatliche Behörden und Institutionen. Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang. Das Erheben, Erfassen, Organisation spielt vorerst mal keine Rolle, ob das Ganze über digitale Systeme passiert oder einen analogen Zettelkasten. Neu im Social Media Bereich ist natürlich, dass permanent eine riesige Menge an Daten anfällt, über ihre Interaktionen, über die Services und Seiten, die sie besuchen. Wesentlich mehr, als das bei jedem Zettelkasten der Fall war. Wann immer. Wann immer Daten gespeichert werden, verlangt. Hunde, aus jetzt. Wann immer Daten gespeichert werden, erfordert die DSGVO eine explizite Einwilligung. Das heißt, sie müssen darauf hingewiesen werden, welche Daten wie lange gespeichert werden, und sie müssen die Möglichkeit haben, das abzulehnen. Seit 2018 ist die Zahl der einschlägigen Pop-up-Windows in dieser Hinsicht natürlich sehr stark gestiegen. Besonderer Problemfall ist dabei die Einwilligung Minderjähriger. Wenn da sensible Daten verarbeitet werden, bedarf es der Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Da hängt natürlich auch wiederum die Frage dran, ab welchem Alter sollen Social-Media-Plattformen überhaupt zugänglich sein. In den AGBs der einzelnen Plattformen gibt es da unterschiedliche Vorgaben. Überprüft wird das in der Praxis im Normalfall aber nicht. Wenn irgendjemand Daten speichert, ob das jetzt Facebook ist oder der Waldviertler Tischler, bei dem sie online einen Schrank bestellt haben, die Identität des Unternehmens muss angegeben sein. Das bedeutet, in der Datenschutzerklärung muss ein Ansprechpartner stehen. Nebenbei bemerkt, sie brauchen sowieso ein Impressum, auch aus anderen rechtlichen Gründen. Der Zweck der Erhebung der Daten muss dargestellt werden. Ein Grund, warum die Datenschutzerklärungen mittlerweile sehr, sehr umfangreich sind. Und sie müssen eben jederzeit das Problem haben, die Möglichkeit haben, diese Daten abrufen, also abfragen zu können, zu modifizieren oder gegebenenfalls auch sie löschen zu lassen. Sollten Sie den Verdacht haben, dass es hier zu irgendwelchen Unregelmäßigkeiten kommt, müssen Sie auch jederzeit die Möglichkeit haben, eine Beschwerde einzulegen. Ein Sonderfall, der besonders Hacks, gehackte Online-Shops und so weiter betrifft, für den hat die EU sich eine spezielle Regelung einfallen lassen. Wenn es zu Privacy Breaches kommt, also beispielsweise wenn Hacker einen Shop oder irgendwelche IT-Systeme hacken und dadurch an die Daten von Kunden kommen, dann sind die betroffenen Unternehmen rechtlich verpflichtet, die Kunden zeitnah zu informieren. Das war ja bisher schon, ich sage mal, im Zusammenhang mit ethischem Business Conduct relativ selbstverständlich, aber nicht alle Unternehmen haben das getan. Die Bußgelder betragen bis zu 20 Millionen Euro und nicht 5%, sondern bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes. Wer von datenschutzrechtlichen Verletzungen betroffen ist, kann sich beschweren, muss eben auch die Möglichkeit haben zu klagen. Aus der DSGVO ergeben sich für die Betroffenen ein Informationsrecht, also was ist über mich gespeichert, Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung und auch das Recht auf Datenübertragbarkeit. Dieser vierte Punkt ist der Grund in der Praxis, warum Sie auf allen Social Media Netzwerken die Möglichkeit finden, Ihr persönliches Datenarchiv herunterzuladen. Facebook, Twitter, LinkedIn, das ist eines der Ergebnisse. Das heißt, diese Netzwerke speichern Ihre Daten, aber wenn Sie irgendwann mal sagen, nein, Facebook, ich mag nicht mehr, dann können Sie eben Ihr komplettes Archiv herunterziehen. Datenschutzerklärung darf
da kann man jetzt drüber streiten, ob das bei manchen seitenlangen Dokumenten tatsächlich der Fall ist. Die soll, so die Vorgabe, allgemein verständlich sein, also kein technisches Kauderwelsch, das ein halbes Jus-Studium erfordert. Wie bereits erwähnt, Sie können Ihre Daten jederzeit löschen lassen, aber der Betreiber, also der Speicherer Ihrer Daten, muss diese Daten auch von sich aus löschen, wenn sie für den ursprünglichen Geschäftszweck nicht mehr relevant sind. Das sind je nach Geschäftszweck unterschiedliche Zeiträume, von denen da auszugehen ist. In der Praxis ist es bei digitalen Medien mehr oder weniger möglich, Informationen löschen zu lassen. Google hat sich da ja lange gewehrt. Das Recht auf Vergessen bzw. die Option, dass Google es ermöglichen muss, falsche, inkorrekte, veraltete Einträge zu Personen zu entfernen, ist auch nebenbei bemerkt eine der Folgen der DSGVO. Ein besonderes Problem, und da kommen wir wirklich zu einem Kernthema von Social Media, ist das Profiling. Also wo es darum geht, persönliche oder natürliche Personen zu kategorisieren. Ich habe bisher in erster Linie von wirtschaftlichen Interessen von Werbung gesprochen. Natürlich steckt in der gesamten Datenerhebung, stecken da auch viele andere potenzielle Bedrohungen drin. In China gibt es ein offizielles Social Scoring System, wo ihr Social Score definiert, welche Wohnungen sie bekommen können. Wenn der zu niedrig wird, ist keine Ausreise mehr möglich und so weiter. Wunschtraum vieler diktatorischer Systeme. Im Social Media Bereich können diese Social Profiles nicht nur für Werbung eingesetzt werden, sondern, so zumindest der Verdacht, auch gezielt für politische Manipulation. Also nochmal ein besonders sensibler Bereich. Profiling ist also grundsätzlich verboten, sofern dieses Profiling eine rechtliche oder ähnliche Wirkung für den Betroffenen entfaltet. Was bedeutet das? Stellen Sie sich vor, Sie, und das ist bei Weitem kein hypothetisches Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie möchten eine private Gesundheitszusatzversicherung abschließen und die Versicherung hat Zugriff auf Ihre, ich sage mal, Lifestyle-Informationen. Dann würde es für die veranschlagte monatliche Prämie einen recht großen Unterschied machen, ob Sie ein stark übergewichtiger, rauchender Alkoholiker sind oder sehr gesund leben, täglich Yoga machen und so weiter. Rechtliche Wirkung, Sie würden dann ein vollkommen anderes Angebot bekommen. Natürlich haben Versicherungen trotzdem ihre Bewertungsmethoden, aber es geht hier darum, dass sie sich nicht aus Facebook oder anderen Netzwerken diese Profiling-Daten ziehen dürfen, beziehungsweise dass Facebook die gar nicht erst zur Verfügung stellen darf. Recht auf Datenübertragbarkeit, wie gesagt, bei unseren Social-Media-Plattformen äußert sich das eben darin, dass sie ihre Daten herunterladen können müssen. In der Praxis bedeutet das für Webseitenbetreiber, für die Betreiber von Social-Media-Services, dass sie diese geforderten Funktionalitäten technisch implementieren müssen. Wenn es trotzdem vorkommt, dass Daten ohne Zustimmung weitergegeben wurden und das nachgewiesen wird, dann müssen sie sich als derjenige, als die Institution, die die Daten weitergegeben hat, auch tatsächlich dann für deren Löschung einsetzen, soweit eben als möglich. Privacy by Design, Privacy by Default soll bei sämtlichen, in erster Linie IT-Systemen berücksichtigt werden. Ab einer bestimmten Unternehmensgröße müssen Sie auch ein sehr detailliertes Verzeichnis aller Ihrer Verarbeitungstätigkeiten anfertigen. Das könnte beispielsweise bei einem größeren Friseursalon so triviale Dinge umfassen wie die Vereinbarung von Kundenterminen, welche Daten werden da wie und wo gespeichert. Die Technik, die Architektur von IT-Systemen soll so gestaltet sein, dass Datenschutz für den Einzelnen möglichst transparent funktioniert. Jetzt können wir uns 5 Jahre später also fragen, was hat die DSGVO denn tatsächlich gebracht? Hat sich im Social-Media-Bereich etwas geändert? Ich würde sagen, nach 5 Jahren DSGVO zeigt sich ein etwas zwiespältiges Bild. Sie wissen ja, wir
gewöhnen uns sehr schnell an alles, was sich wiederholt. Ich bezweifle mal, dass viele Nutzer sehr penibel den Inhalt von Cookie-Fenstern durchlesen. Nichtsdestotrotz habe ich bemerkt, bei etlichen Webseiten, wenn Sie jetzt zum Beispiel Google Analytics verwenden und die Besucher der Webseite müssen, damit sie diese Daten überhaupt erheben können, Analyse-Cookies zustimmen, wird ein bestimmter Teil der Webseitenbesucher Nein sagen. Was mir aufgefallen ist, zu Beginn dieser DSGVO-Phase ließen sich noch mehr Nutzer tracken. Bei einigen größeren Webseiten, wo ich mir regelmäßig die Analytics ansehe, ist es eigentlich mittlerweile so, dass nur mehr zwischen 30% und 40% der Nutzerinnen auf Ja klicken. Man könnte also sagen, diese technische Implementierung hat durchaus zu einem höheren Bewusstsein geführt und auch dazu, dass weniger getrackt wird. Auf der anderen Seite hat es den Hauptverantwortlichen, den Haupttäterinnen, den Haupttätern tatsächlich geschadet? Schwierig zu sagen. Gerade Unternehmen wie Facebook, Google und Co. verfügen natürlich über die notwendigen ökonomischen Mittel, um so etwas relativ leicht umsetzen zu können. Nichtsdestotrotz würde ich als Fazit durchaus sagen, dass die Zeit des Wilden Westens, die Zeit des wilden Datenwestens damit ziemlich beendet werden konnte. Ein spezifisches Problem, und die DSGVO behandelt ja auch die Weitergabe von Daten in Drittstaaten, besteht darin, dass in den meisten Fällen, in meisten Social Media Plattformen, eigentlich alle großen Social Media Plattformen, ja keine europäischen Unternehmen sind, sondern amerikanische Unternehmen und die Datenspeicherung daher auch auf Servern in den USA basiert. Das heißt, hier einmal grundsätzlich im Betrieb Daten von der Europäischen Union in die USA transferiert werden. Um mit dieser Situation umgehen zu können, gibt es ein Abkommen, das nennt sich Safe Harbor Vertrag, und die jeweiligen Unternehmen müssen sich darin verpflichten, Daten europäischer Nutzer, die auf amerikanischen Servern gespeichert werden, nach den gleichen Sicherheitsstandards zu speichern und zu behandeln, wie es in Europa erforderlich wäre. Man könnte sagen, das ist zumindest mein Verdacht, es handelt sich hierbei durchaus um eine österreichische Lösung, um einen etwas faulen Kompromiss. Denn de facto gibt es ja keine EU-Inspektoren, die in die Serverräume reinmarschieren. Das ist auch alles sehr komplex mit Backups und Caching-Strukturen und so weiter. Sondern bis zu einem hohen Grad bleiben Facebook und Co. natürlich Blackboxen. Das heißt, man muss sich darauf verlassen, dass die sich mehr oder weniger an die Regelungen halten. Für die Nutzerinnen hat sich einiges durchaus pragmatisch geändert, auch im Sinne der Transparenz. Es gibt einige Auswirkungen, zum Beispiel hier eine Werbeanzeige suchen. Was ist heute mit der Facebook-Werbung los? Dama-Anzeige, finally. Es gibt zum Beispiel hier diesen Punkt, warum sehe ich diese Werbeanzeige, wenn Sie da draufklicken. Und auch das war eine kleine Auswirkung der DSGVO. Dann muss Ihnen Facebook mitteilen, warum Sie das angezeigt kriegen. Zum Beispiel, du hast mit Inhalten zu folgenden Themen interagiert, Bankwesen, Finanzen und mehr. Um sozusagen der Nutzerin, dem Nutzer, ein wenig mehr Kontrolle, wäre jetzt übertrieben, und ein wenig mehr Transparenz zu ermöglichen. Hat die DSGVO bzw. die GDPR sämtliche Datenschutzprobleme ein und für immer gelöst? Nein, zum einen, wie gesagt, gibt es auch Unternehmen außerhalb der EU, für die nicht gilt, zumindest dann, wenn sie keine EU-Bürgerinnen als Kunden haben. Zum anderen entwickelt sich die Technologie natürlich laufend weiter. Und ich glaube, es ist für einen Gesetzgeber in jeder Hinsicht sehr, sehr schwierig, das Gleichgewicht zu finden zwischen einem gesetzlichen Regelwerk, das zu einschränkend wirkt und zu viel verunmöglicht. Eine der Hauptkritiken war ja, wenn wir so strenge Vorgaben machen, dann gerät die EU wirtschaftlich ins Hintertreffen. Es ist dann sozusagen sehr viel schwieriger, hier überhaupt Online-Services zu etablieren in den USA. Und diesen Schutz der
Dateninteressen der Bürgerinnen. Ich glaube, in dieser Hinsicht hat die DSGVO schon sehr viel erreicht. Ja, nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Gesetzeswerk, das nach und nach auch immer wieder feinjustiert werden muss. Und wie eben bei vielen Gesetzen, denken Sie an das Solmecke-Video, wenn man es wirklich sehr, sehr penibel umsetzt und sich an alle einzelnen Bestimmungen halten würde, dann ja, könnte es manches natürlich auch verunmöglichen. Nichtsdestotrotz, die Ziele mehr Transparenz, mehr Kontrolle konnten dadurch sicherlich zu einem recht hohen Grad erreicht werden. Und die düsteren Zukunftsprognosen, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist, unter so strengen Vorgaben Social Media Services zu betreiben und so weiter, die haben sich auch nicht bewahrheitet. Ja, so viel von meiner Seite zum Thema Datenschutz. Weil ich Mails bekommen habe, noch zwei kleine organisatorische Anmerkungen zu den Übungsarbeiten. Ich habe Ihnen die erste Übungsarbeit im Moodle ja online gestellt. Keine wissenschaftliche Arbeit, Sie sollen das wirklich rein beschreiben, also rein essayistisch. Und zur Frage, was es bringt, wie gesagt, pro hochgeladener Übungsarbeit 2,5 Bonuspunkte, also insgesamt 10 oder anders gesagt eine Note besser. Ja, und damit haben wir erstmal, wenn ich es richtig im Kopf habe, länger Pause, Osterferien. Wir sehen uns dann erst wieder am 20. April und werden uns dann genauer mit dem Thema Algorithmus, organische und werbliche Verbreitung beschäftigen. Bis dahin bleibt mir nur Ihnen eine grandiose Karwoche, wunderschöne Osterferien zu wünschen. Wenn Sie Hasen sehen, seien Sie nett zu Ihnen, die transportieren momentan jede Menge hartgekochte Eier und haben viel zu tun. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns am 20. April.